Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Arcanvale. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Arcanvale. Wieder hier im Dorf der Piraten. Ja, wir sind immer noch im Piratenversteck. Wir haben letztes Mal einen Piraten verprügelt, den mächtigsten Drachenbekämpfte, die wir je gesehen haben. Diese hammergeile Sense bekommen, nachdem wir einen Dämonen getötet haben. Ich finde es übrigens genial, wie Balian da so verbuggt über mir, überm Wasser läuft. Ja, und heute wollen wir mit dem Captain hier reden. Der hat wieder was für uns. Er kann ja gar nicht genug dafür danken, dass du mit diesem miserablen Captain Boy dass du diesem miserablen Captain Boy eine Lektion erteilt hast. Ich habe es von hier drüben aus gesehen, du hast es ihm wirklich gezeigt. Wie versprochen werde ich dich auf deine geheimnisvolle Insel mitnehmen. Es gibt nur ein kleines Problem, und das ist eigentlich ein großes. Worin besteht das Problem? Um den Weg zu dieser deiner geheimen Insel zu finden, brauche ich meinen speziellen Kompass. Ohne ihn habe ich keine Chance, uns dorthin zu navigieren. Wo ist dein besonderer Kompass? Ich bin froh, dass du fragst. Der Kompass ist nämlich etwas Besonderes, weil er Mithril enthält. Ein uraltes Mineral, das so gut wie ausgestorben ist. Der Kompass wurde mir vor ein paar Monaten von einer Gruppe Banditen gestohlen. Sie haben ihr Lager bei dem Mi direkt westlich von hier aufgeschlagen. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Ich habe gehört, dass ein Drache das Lager angegriffen hat und alle verbrannt hat. Der Drache hat sich dann in die Minen geflüchtet. Ich fürchte, du musst diesen Drachen ausspielen, um meinen verlorenen Kompass zu finden. Ich habe deinen Kompass schon. Es gibt immer einen Haken. Tut mir leid, dass du so denkst, Kumpel. Ich fürchte, der Kampf gegen einen Drachen ist nicht mit dem Kampf gegen Boy zu vergleichen. Du wirst eine besondere Rüstung brauchen, um seinen Angriffen zu widerstehen. Was ich gehört habe, hat er das Lager der Banditen ausgelöscht. Du musst darauf vorbereitet sein, sonst könnte er in dir das gleiche Schicksal ereilen. Ja, ich konnte sie direkt abgeben. Ich habe den schon umgenietet. Du wurdest also nicht zu einem Häufchen Asche verbrannt. Konntest du meinen Kompass finden? Ja, ich habe ihn. Wie um alles in der Welt konntest du diesen Drachen bekämpfen? Ab und zu hört man Geschichten, dass ein Babydrache erschlagen wurde, aber ich habe noch nie gehört, dass ein ausgewachsener Drache erlegt wurde. Du hast etwas an dir, Junge. Selbst eine Piratenlegende wie ich muss das zugeben. Nun, da ich meinen Kompass wieder habe und meinen Ruf als wilder Pirat wiederhergestellt ist, bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als dich zu deiner geheimnisvollen Insel zu bringen. Gib mir ein paar Stunden Zeit, um das Schiff reisefertig zu machen. Dann bin ich bereit, in See zu stechen. Okay, klingt für mich so, als ob ich nochmal schlafen gehen sollte. Habe ich sonst eigentlich noch irgendwelche Questen? Tintenfischspiele, Ananasruhm, das letzte Zwergenreich. Keine Ahnung, wo man überhaupt Meisterstein bekommt. Ja, und das verfluchte Auge, was eh nicht geht. Okay, ich muss mich einmal kurz schlafen legen. So, ich habe jetzt mal eine Nacht gepennt. Hi, die Leute in der Stadt reden immer noch darüber, was du, ich meine, was ich mit diesem verdammten Captain Boy gemacht habe. Wie kann ich dir helfen? Kann ich hier Kuh beitreten? Du musst dir erst einen Namen machen, bevor ich eine solche Anfrage überhaupt in Betracht ziehen würde. Ein Pirat werden? Warte, bist du wirklich ein Pirat? Bin ich wirklich ein Pirat? Was glaubst du denn? Dass ich hier ein Kreuzfahrtschiff leite? Ich bin ein blutrünstiger Pirat. Ah! Und schon sagen, der Beste, den es je gab. Frage einfach einen aus meiner Crew. Sie lieben mich. Kannst du mich hier auf meine Insel bringen? Da ich nur meinen Kompass habe, werde ich dich wie versprochen zu deinen geheimnisvollen Insel bringen. Ich hoffe, du hast deine Sachen gepackt. Bist du jetzt bereit, die Segel zu setzen? Oh, let's go. Einen Moment. Das genießen wir in seiner vollen Pracht, die Fahrt. Ja, lass uns für ein gutes Wetter beten. Mein Papagei kommt nicht hinterher. Captain, der Papagei, er braucht Hilfe. Ich glaube, hier kriege ich meine Ananas her. Ich sehe da doch schon eine. Jetzt sind wir wieder sicher an Land. Viel Glück auf deinen Reisen. Tropischer Strauch entdeckt. Okay. Kommt aber nichts Besonderes raus.
Ich würde gern einmal so eine Palme fällen. Ich habe eine Kokosnuss. Ich will ein paar Kokosnüsse mitnehmen. Bin mittlerweile schon ein richtig guter Holzfäller. Okay, Ananas bekomme ich hierher. Gut zu wissen. Was kriege ich davon? Das ist ein Mangobaum. Gib mir ein paar Mangos. Lecker. Oh, hier ist ein Schweinchen. Was ist das für ein Baum? Einer, der nicht mal umfällt. Ich würde am liebsten direkt ein Portal hier finden. Kann es sein, dass aus diesen Büschen nichts rauskommen kann? Ich habe eine Bananenstaude gefunden. Was finde ich hier denn alles? Hier sind die ganzen tropischen Früchte. Ich habe eine Banane. Ich sah da auf jeden Fall gerade eine Statue direkt über mir. Ich will eigentlich nur die Ananas. Ich brauche ja 10 für den Ananas-Rum. Oh, die ganzen Mangos nehme ich mit. Da links von mir ist definitiv ein Portal. Ich sehe doch die Anzeichen schon. Apropos ein Portal, wie viele Teleportationsrunen habe ich eigentlich noch? Das müsste ich auch mal nachgucken eben. Och, noch genügend. Ich teleportiere mich rüber, sobald ich die Ananas habe. Was ist das für ein Ding schon wieder? Ach, das ist der kaputte Mangobaum. Eine krasse Insel auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe jetzt 8. Ja, jetzt habe ich den Ananas rum erledigt. Ich sammle hier noch eben kurz die Banane und die Weintrauben ab und dann gebe ich den Typen seine Ananas-Quest, ne? So, Kumpel, ich bringe dir deine Ananasse. Rum-Runner-Cocktail im Inventar zum Kunden-Inventar hinzugefügt. Hast du schon eine Ananas gefunden, kleiner Jack? Ich habe alle 10, die du brauchst. Ah, kleiner Jack, du bist eine wahre Piratenlegende. Alle anderen Jungs werden sich darüber freuen, den Ananas wieder auf dem Speiseplan. Hoffentlich können die Ananas in den nächsten Saison wieder wachsen, nachdem du einige dieser verflixten Schildkröten getötet hast. Hier nimm etwas rum und ein paar Cocktails für dich und ein bisschen Münzgeld für deine Mühen. Danke, ich glaube, das war dann hier alles in dem Piratendorf. Ich würde sagen, ich gehe eben kurz mein Inventar leeren. Eventuell auch noch ein paar Teleportationsrunen kaufen. Und dann sehen wir uns auf der Insel wieder. Also, ich leere jetzt, wie gesagt, erst mein Inventar. Ich tue auch die Piratenkleidung dabei immer weg. Leute, ich dachte mir, wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich auch mal mein Zeug verbessern. Ich habe die Drachenhaut-Helm-Rüstung gerade schon aufgebessert, aber ich rüste gerade hier generell meine Rüstung mal ein bisschen auf. Auch die unheilige Sense will ich mal ein bisschen aufwerten, wenn ich schon hier bin. Guck mal, da kriege ich dann Ausweichchance mit drauf. Und ich habe mir auch mal Beinplatten aus Eisen gemacht. Genauso die Eisenschuhe. Ich habe jetzt mal alles in Eisen dabei, was ich gerade dabei haben kann. Ich wollte, dass ihr das hier auch mal seht, wie ich das tue. Ich weiß nicht, ob ich noch Bronzeplatten habe. Habe ich gerade nicht nachgeguckt. Aber die unheilige Sense, die verbessere ich jetzt so gut ich kann, weil die ist irre gut. Und wenn ich sie jetzt noch verbessere, ist sie natürlich noch mal stärker. Wir haben jetzt
Kritische Chance von 9%. Angriffsschaden 36 und sogar noch Ausweichchance drauf bekommen, wenn ich es richtig gesehen hatte. Boah, jetzt sind die Rüstungen hier richtig stark. Jetzt kann ich die auch ewig tragen. Und da ich jetzt gute Beinplatten bessere habe, ja, guck mal, die Rüstung 51 und das nur noch zweimal verbessern. Ausweichchance von 4%. Mal drauf geschissen, dass ich ganz kleines bisschen langsamer dadurch dann bin. Guckt euch einfach an, wie praktisch das ist. Hier ist noch die sind die Bronzeplatten noch besser, aber ich habe schon irre gute Schuhe jetzt. Ich hoffe nur, dass ihr das einmal seht, wie ich die Sachen auch besser. Wie gesagt, wir sehen uns auf der anderen Insel jetzt wieder. So Leute, damit sind wir dann wieder hier auf dieser Insel. Bin schon gespannt, was wir hier eigentlich finden werden. Auf jeden Fall sehr viel Ananas. Hier wächst das Zeug. Trotz Schildkröten. Hier ist wieder so eine Statue. Hier ist einfach nur Strand. Muss ich irgendwas mit diesen Statuen anstellen? Ach, hier ist diese Pyramide, von der die Rede war. Ein Gorilla! Nicht gut. Nee, definitiv nicht. Das ist der Affenkönig Kitaka. Aber ich habe mir eine allmächtige Sense. Dadurch ist der Affenkönig schwach. Ich habe seine Zähne. Sind sie irgendwie besonders? Sie erhöhen meinen Angriffsschaden. Da finde ich das hier besser. Einer? Ich glaube, ich brauche meine Lampe. Oh, was für eine schöne Statue. Okay, Fallgruben. Man erkennt sie aber eigentlich. Sind das Gegner, die ich hier antreffen werde? Schieben! Eine Mumie! Stoffbinde. Wofür brauche ich denn die Binden? Jetzt erst fängt die Musik hier drin an. Um Gottes Willen, ich werde mich hier so hart verlaufen. Irgendwie sind diese Fallen null gefährlich. Hallo? Kriegt der Beschützer Diff? Wir können es wagen, diesen Ort zu betreten. Es ist unsere geschworene Pflicht, die heilige Truhe zu schützen. Gehe jetzt und komme nie wieder. Du lässt mir keine Wahl. Wir wissen, was da drin ist. Oh, der nutzt diese Leute aus, um sich selber zu heilen. Dann sollte ich die nebenbei vernichten, oder? Ist das der Meisterstein, den ich brauche?
Antikes Artefakt. Ich frage mich, was dieses Juwel ist und warum sie es beschützt haben. Ich sollte das Handy zurückbringen und sehen, was er von all dem hält. Wenn ich sie nicht umbringen muss, dann töte ich die auch nicht. Und ich will mich hier schon noch ein bisschen umschauen. Weil ich glaube nicht, dass danach noch mal ein weiteres Gebiet kommt. Ich glaube generell so langsam, dass wir uns so langsam aber sicher dem Ende von dem Spiel nähern. Diese Fallgruben, die sind einfach null gefährlich, ne? Okay, ich glaube, hier war es schon. Es ist schwer, sich zu orientieren, wenn man nichts sieht. Okay, hier ist die Statue. Dann gehe ich hier einmal nach links gucken. Ich kann diese Statue auch nicht angreifen. Okay, ich glaube, ich habe damit dann doch schon hier alles erkundet. Boah, ist die Insel hier langweilig. Hier war ja so gut wie gar nichts. Also klar, hier waren Bananen, Kokosnüsse und Ananas plus der Kult. Aber ich fand jetzt nicht, dass diese Insel sonderlich interessant war im Vergleich zu der Wüste beispielsweise. Ich würde sagen, gehen wir zurück zu Henry. Ihr seht auch über die Karte, dass die Insel nicht sonderlich groß ist. Ach, warte mal, ich will noch mal zu der Insel zurück. Und da bei dem inneren See mal ein bisschen angeln. Vielleicht ist dort ja dieser Tintenfisch. Leute, ich bin jetzt einmal um die Insel herumgelaufen, ne? Außer hier in dem Flussbereich ist kein einziger Fisch hier. Ich glaube wirklich, dass das da mein Fisch ist, den ich brauche. Ich habe einen rohen Thunfisch hier gefunden. Was ist das letzte Vieh? Der eine Fisch, der lässt sich extrem Zeit, bevor er anbeißt. Also ich habe jetzt hier ein paar Mal geangelt und nichts gefunden. Der goldene Tintenfisch bleibt mir ein Rätsel. Na gut. Ich würde sagen, ich mache hier für heute Schluss. Wir treffen uns beim nächsten Mal bei Henry. Und geben ihm dann das Artefakt. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.